Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Sockenland. Heute geht's an. Wir werden unsere Base defenden, also wirklich eine Defense aufbauen. Wir haben Standkanonen zum Erforschen. Wir werden einen ersten Stock bauen, mit dem wir ins Wasser ballern mit diesen Standkanonen. Wir werden Defense aufbauen. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, unsere Base etwas raid-sicherer hinzukriegen. Im ersten Stock werden wir dann aber schöner Wohnen betreiben und werden uns... viele dieser komischen Cosmetics mal aufstellen, weil wir immer das Problem haben, dass wir so viel Cosmetics haben und das ist, ja, brauchen wir nicht. So. Hey, check it out. Jetzt wäre aber kurz mal was interessant, was schon wichtig wäre für mich. Wenn ich das jetzt kaufe, was jetzt nicht so nicht geht. Kriege ich dann, wenn aus einem Lock kommt dann wieder die... Das zeigt dann, weil dann könnte man das ja farmen so, aber... Und stehlen ist ja nicht. Heute wird es ein bisschen ruhiger im Chat, vermutlicherweise. Weil es ist heute der Release von Starfield. Der nicht Early Access Release. Was so viel bedeutet wie, da werden jetzt einige was zu tun haben, eine Weile. Ist aber voll okay für mich. Ich habe es letztens schon wirklich zu Genüge diskutiert und es interessiert mich die Diskussion auch absolut nicht mehr. Ich habe es gespielt. Es ist ein gutes Spiel, grafisch Wahnsinn, aber es liegt mir nicht, deswegen spiele ich es nicht mehr, aber ich wünsche jedem viel Spaß damit. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Zockt es bis zum geht nicht mehr. Das ist kann schon was. Aber wie gesagt, bitte nicht mich dann drauf und nicht mir versuchen einzureden, dass ich es spielen soll, weil hatte ich schon. So, jetzt geht's an. Jetzt werden wir hier mal schauen, wie wir da ein bisschen was hinbringen. Was braucht man für diese komische Iron Cannon? Nein, Spaß. Was braucht man hier für das? Das ist falsch. Ein stationäres MG. Brauchen wir Stahlbahn. So, das heißt, wir müssen mal jetzt dieses eine drum noch herstellen, was uns jetzt noch fehlt. Biokraftstoffhammer, das andere haben wir noch nicht erforscht. Das ist der hier. Stahlofen. Zwei fortgeschrittene Teile. Ich hoffe, wir haben die. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, Hammer. Aber die werden es fälschlicherweise nochmal brauchen nachher. 5 Electronics, 5 Eisen. Ist das auch? Nicht wahr, wir haben so viel gehabt. Und jetzt ist nichts mehr davon da. Oh. Ja, was, da geht es ja da schon mal, da geht es ja da schon an. Was haben wir, von was haben wir denn immer viel, was wir hergeben können, was die Lustige da drüben vielleicht haben mag. Haben wir mal. Nehmen wir das jetzt, gehen wir da rein, das brauchen wir dann hier. Das tun wir darüber, ne, das nehmen wir mit, so. Wir werden es auch noch so herstellen, dass wir mehr eventuell dingseln können. Ich sag schon das Nachschauen im Browser. Ob das eh passt. Okay. Moment. Das, ich möchte nur was. Ich muss noch finden, auf meinem eigenen Kanal eigentlich was nachschauen. Ja, das passt so. OBS her. Ja.
ob sich das jetzt aktualisiert irgendwie da. Ja, tut's. So. OBS. So. Das heißt, wir brauchen jetzt überraschend Electronics. Was können wir denn alles hergeben? Jetzt werden wir mal zusammen sammeln, was wir nicht mehr brauchen, weil wir sind ja wirklich. Geht ja gar nicht. Also ich habe noch nie Verbände verwendet. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Die habe ich noch nie verwendet. Vielleicht sollten wir mal. Oh. Das haben wir. Stahlbahn. Einen. Wir haben, ehrlich, unser ganzes Ding verbraucht. Gut. Essen, Eisen farmen, kurzzeitig, weiter geht's. Essen. Trinken. Was kann man noch essen? Wie kann man essen? Gut, das ging jetzt ja. Das ging jetzt ja rasend schnell. Wusste gar nicht, dass ich das damals nicht mitgenommen habe. Das Coole ist, man kommt ja mit dem eine Weile aus. Außer man baut die harte Defense gegen die Angriffe. Da braucht man dann nämlich schon etwas mehr. Schon drei. Kann man da mal ein bisschen was hier braten? Nehmen wir es auch mit. Das trinken wir auch, was Energy Drink ist. So, das heißt, wir sind bummvoll, das passt. Wir sollten mal wieder angeln gehen ein bisschen. Haben wir schon lange nicht mehr so. Sechs und vier. Hey Prinz, was geht? Ja, passt doch. Alles okay. Alles gut. Bin halt gerade noch mal überlegen, welches Spiel was, wo wann gespielt wird, aber das bin ich eh immer. Und im Endeffekt bin ich wieder bei Sunken Land gelandet. Machen wir auch immer viel Gedanken über die Titel. Da bin ich mir nicht sicher, wie ich die Titel wieder verwenden soll. Ach, es ist immer ein Hin und Her und im Endeffekt denke ich viel zu viel drüber nach, glaube ich. Aber ich kann das leider jetzt anders. Anders kann ich das jetzt leider auch nicht. Bin halt so. Muss ich machen. Wir bauen hier jetzt einen Stahlofen. Oder nur, wir erforschen ihn mal. Wir haben nämlich das Problem, dass wir Stahl brauchen. Da ist er.
15 und 5 solche Dinge, das ist wieder schwierig. Das muss ich schauen, weil die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Eins habe ich. Nein. Nein. Ja, ist richtig. Das Spiel neigt sich vom Forschen her mit dem jetzigen Stand langsam dem Ende zu. Dann kann man aber, dann geht auch das Erkunden wesentlich schneller, weil dann hat man schon eigentlich alles, was man bauen kann und kann maximal nur noch alles mögliche halt wegballern, dann irgendwie Munition nachcraften. Das gehört da nicht rein. Mist. Wir können den Stahlofen nicht bauen. Das heißt, wir müssen was anderes machen. Das ist jetzt käsig. Eigentlich wollte ich das machen, aber ich kann ja, ich wollte das bauen. Ich brauche Stahlbahn für das. Ich brauche diese. Ja, wir brauchen fortgeschrittene Teile. Bringen wir die her. Bahn. Wobei das Spiel bietet ja sehr viel Angriffsfläche, das nochmal zu spielen. Mit einer fetteren Base, wo. Aber ich, das werden wir machen, wenn dann ein Update kommt. Mal. Davon werden wir. Ja, das stimmt. Ich muss. Ich bin ziemlich weit weg wahrscheinlich jetzt schon. Da hast du recht, ja. Aber ich schätze mal, wir werden mit einem neuen Update mal dann das Ganze hier neu beginnen. Jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, schaut die ganze Sache ja schon ganz anders aus eigentlich wieder, ne? Wenn man dann... Oh, warte mal. Scheiße. Also ne, hab ich hier, das, hier die richtigen hergestellt. Puh, jetzt, ich hab das Falsche. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das werden wir mal gleich rausfinden. Wir werden jetzt nämlich eine Base angreifen müssen. Weil da, muss ich ehrlich sagen, riecht ein Treibstoff raus. Das ist voll. Ja, ich wollte den Part Base Defense erhöhen und den ersten Stock machen. Mein Problem ist gerade einfach, dass ich erstens nicht weiß, wo ich die Leiter zum Raufkrabbeln machen soll. Das Regal ist ja schön, da geht 30 rein. In eins von uns liegen 30 nebeneinander, viel kleinere Fläche. Das heißt, ich werde das abreißen. So, bauen. Fangen wir mal kurz mit dem an, was ich vorgehabt habe. Wir müssen in den ersten Stock rauf, das heißt, wir brauchen eine Leiter. Ja, ich habe auch hier überall Fenster gemacht. Das ist sehr klug gewesen. Kann man, wenn ich die da herstelle, das Fenster aufmachen? Ja. Haha, schaut gut aus. Hier keiner vom Anschwirren wo? Nö. Dann machen wir hier mal zu, nämlich. Ich wollte nämlich eigentlich auf die. Ich könnte nicht auf das, das Verstärkte bringt nichts, wenn drunter das Schwache ist. Schade. Hallo! Andau, Elf. Willkommen bei uns im Stream. Ich habe heute ehrlich gesagt gar nicht mit vielen Leuten gerechnet, das habe ich vorher auch gesagt im Stream. Weil am Release-Tag von Starfield habe ich mir gedacht, wird das ein bisschen eher mager. Aber ich freue mich über jeden, der kommt.
Warte, ich hab nachher noch was für euch. Ich hab bei Twitch Emotes, ich hab mal Emotes gekauft. Ja, gekauft. Zwei. Animierte und eingereicht. Eins, zuerst haben sie eines abgelehnt, dann haben sie beide zulassen. Twitch weiß nicht ganz, was sie wollen. Das muss ich euch dann mal zeigen nachher. Das sind echt witzige Sachen. Es gibt aber, da gibt es schon wieder so viel, dass schon wieder einfach man nicht weiß eigentlich, was man eigentlich haben will. Das Platzieren ist immer noch ein bisschen Arsch mit Ohren. Ja, ich kann die hier natürlich jetzt nicht platzieren, weil mir die Steher fehlen. Da dieses Spiel unbedingt. Servus, hallo. Alles gut? Fail. Es gibt ein paar neue, wird ein paar neue gehen, warte mal. Jetzt habe ich ja nur das animierte drin hier. Ich schau mal, ob ich das im Streaming geschwind umstellen kann. Moment. Zuschauerbelohnung, Emotes. Mal das weg. So, Zuweisung hat er erfolgreich. Schauen wir mal. Oh, war schön in der Sauna. Na, das Ding checkt das noch nicht bei mir. Also OBS checkt das noch nicht. Das schickt noch die gleichen. Schauen wir mal, was der macht. Ja. Gibt's dann eine Disco-Kugel bald? Ne, die ist mal so aus. Warte, ich schalte es aber dann gleich an. Ich muss nur schauen, dass es geht. Ja, passt schon. Also das Kuhhemd ist nicht in der Wäsche. Ich hab was anderes an heute. Hallo! Aber der, erstmal gibt's eine Disco-Kugel jetzt, die neue. Und dann habe ich noch was, das ist der geilste, das mache ich ja weiß Stufe 2 oder so Abonnenten. Glaube ich. Warte mal. Wo ist er? Das tun wir entfernen. So, gespeichert. Stream Manager, schaffst du das, Manager? Jawohl! Ja, jetzt gibt es dann nachher dann das hier. Wenn euch wer am Sack geht. Also Tom, die Emotes gehen nicht an dich, gell? Die habe ich nur herzeigt. Hallo Tom übrigens. Ich schalte das jetzt wieder um, das wird dann ein Level 2 Emote. Und dieser raushüpfende Mittelfinger, den kann man sicher für irgendwas brauchen. Nein, nicht für dich. Karolinchen! Ah, da oben, sorry, da war gerade das mit den Emojis. Hallo Karolinchen! Natürlich werden alle begrüßt. So ist es ja nicht. Natürlich, natürlich.
Wie konnte ich nur die Kara übersehen? Wir waren gerade erschlagen von unseren schönen Mittelfinger-Emotes. Also falls ich jetzt noch irgendwo wem übersehen habe, hallo an alle, die hier sind, freut mich, dass ihr da seid. Ich habe es vorher schon erwähnt, einmal im Stream, dann, da war aber noch fast keiner da. Ich habe heute eigentlich gar nicht viele Leute erwartet am Release-Tag von Starfield für die Nicht-Deluxe-Buyer. Freut mich natürlich umso mehr, wenn dann Leute hier sind. Umso mehr. Ich wollte eigentlich hier ja, das war jetzt ja, wie gesagt, wir haben gerade mit die Emotes gespielt, ich war im Stream-Ding drin. In den Einstellungen, das ist dann irgendwie jetzt da untergegangen. Das heißt, mir taugt nur dieses Feld zum Raufkrabbeln da drin, das gefällt mir nicht. Kriegen wir, kann ich die Leiter nochmal aufheben? Na, das sehe ich nicht. Ihr müsst jetzt euch den Anfang vom Stream anschauen. Da habe ich das in aller Friedlichkeit und aller Ruhe gesagt, was ich gemeint habe. Es ist ein gutes Spiel. Wie gesagt, es hat mir auch kurzzeitig mal Spaß gemacht. Es liegt mir aber einfach nicht. Und ich habe das aber jetzt wieder angeschaut. Es ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, es ist sicher nicht schlecht, aber halt einfach nicht meins. Was meinst du? Meinst du Starfield, Tom? Ja, das stimmt. Es hat doch absolut nichts mit Weltraumfliegen zu tun, das Spiel. Es ist wirklich nur ein kurzer Orbitkampf immer wieder von den Missionen her. Ist das höchste der Gefühle. Man kann sich aber frei bewegen, nur ist nichts da. Aber, fairerweise, das gab es auch in No Man's Sky am Anfang nichts. Ja genau, wer No Man's Sky erwartet, hat gesagt, kann gleich abschalten. Man soll eher ein Fallout erwarten. Und es spielt sich auch wie ein Fallout angeblich von Bethesda. Was da, No Man's Sky ist völlig fehl am Platz, haben mehrere Magazine gesagt. Das Spiel ist gut, aber es ist kein No Man's Sky. Es hat sogar ja einen YouTuber gegeben, oder Streamer, der hat versucht, mit dem Raumschiff irgendwo rumzufliegen, um eben zu schauen, wie weit er fliegen kann. Er flog, hat den Saturn, oder setze Namen ein, irgendeinen komischen Planeten wo gesehen und wollte zu dem hinfliegen. Hat er auch gemacht, ist losgeflogen. Eine YouTuberin war das, glaube ich sogar, ist losgeflogen und ist geschlagene 7 Stunden geradeaus in eine Richtung geflogen, um zu sagen, ob sie den Planeten auch ohne dem Hyperjump oder so erreichen kann. Hat sie das gemacht? Nein, 7 Stunden. Und habe ich jetzt, glaube ich, zweimal gelesen. Und im Endeffekt ist genau rausgekommen dabei, dass sie 6,5 Stunden geradeaus geflogen ist, um durch die Textur des Planeten durchzufliegen und wieder den Weltall zu sehen. Weil das Spiel einfach im Weltall nichts bietet. Du fliegst hin, das ist eine weit entfernte Textur, eine hochauflösende schaut super aus und deswegen gibt es auch den Ladescreen mit hinjumpen, weil du einfach nicht hinfliegen kannst. Du kannst hinfliegen, okay, Entschuldigung, aber es ist eine flache Textur, die im Weltall klebt, du fliegst durch und das war's. Du kannst so nicht auf Planeten hinfliegen, landen oder sonst was tun. Du wirst genau mit einem Jump in die Umlaufbahn geschossen. Dort gibt es einmal einen Kampf dann, das kommt immer wieder vor. Weltraumkämpfe, dafür können die Schiffe da bewaffnet werden und so. Aber du kannst nicht einfach wie in No Man's Sky von einem Planeten zum nächsten fliegen. Und CH Games, da hat in der Bewertung sogar geschrieben,
Man soll das Spiel nur spielen, wenn man keinen Rückschritt zu No Man's Sky erwartet. Das heißt, in gewissen Sachen ist Starfield sogar rückwärts gegangen im Vergleich zum 2016 erschienenen No Man's Sky. Unter anderem Planetenausmaße, Freiheit vom Direktanfliegen etc. 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 Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, das sind alles Sachen, die macht ja eh kein Mensch wirklich. Also das ist kein Malus für No Man's Sky. Glaube ich mal, wirklich nicht, weil keiner hockt sich hin und fliegt einen Planeten an, wenn er einen Ladescreen machen kann und fliegt da 6 Stunden lang hin. Macht ja keiner. Ist ja nur ein reines theoretisches Experiment gewesen, also ist das Ganze jetzt nicht so tragisch, als wie es klingt ursprünglich. Aber wie gesagt, man kann das nicht, wie du gesagt hast, man kann nicht einfach da wohin fliegen, wenn du da stehst, da fliegst ewig und 3 Tage. Ich schau gerade, ob die Defense hier. Wir will ja heute nur Defense machen. Die hat 3000 Life. Ist die kleiner? Ich müsste irgendwie da was machen, um darauf zu kommen. Weil ich habe mir dann so ein Fenster zugebaut. Aber ist wurscht. Wenn ich hier oben jetzt eine Defense mache. Wie gesagt, GameStar hat original größtenteils bemängelt, dass es ziemlich wirr ist. Und dass das Hyperjump manchmal ziemlich eigentlich nur auf den Sack geht, was lang dauert halt, weil man einfach, du springst da zu dem einen Ziel, weil es mit einem Sprung geht es nicht ganz aus, dann muss man wieder irgendwie tanken, nachladen, weiterfliegen. Es ist halt viel dabei, was einfach nur Zeit schindet. Obwohl es nicht notwendig wäre. Das Spiel hat so einen Umfang, erlange ich mit die ja, Kartenraum. Du hast dort eben auch deine Navigationskarte und dann blendet sich einfach, wie gesagt, eine Karte ein und du kannst mit der Karte kannst dann und von der Karte aus kannst dann einfach nur zu Planeten hinspringen, also. Ich finde das da gerade cool hier. Ja, jetzt könnte es kommen. Problem ist, nach unten treffe ich nicht, wenn ich sowas baue. Das ist zu hoch. Finde ich jetzt sau cool gerade. Dann werden wir da nämlich ein paar Defense-Wände aufstellen, aber nicht die ganze Länge im Kreis, sondern nur ein paar. Eben genau, um nur ein paar Schießscharten zu haben. Lass das schmecken, ist chinesische Queen. Chinesisch schmeckt immer gut. Und hallo. Hallo an alle, die vielleicht jetzt schon gejoint sind und ich habe es nicht mitgekriegt. Winke, winke. Ich habe sogar heute mal nicht ein Hemd an. Ich habe mir einfach nur was anderes angezogen mal. Sinnvollerweise. Wollte ich das nicht immer antun. Mein Hawaii-Hemd will ja keiner. Ich werde aber einen personalisierten Emoji werde ich bauen lassen von einem AI-Generator von irgendwem, der da 10 Euro will dafür. Aber da fotografiere ich mich mit Hawaii-Hemd. Das sind dann die Tier 3 Emotes. Aber nur mit Hawaii-Hemd, weil es so gut ankommen ist. Hat sich ja jeder gefreut drüber. Ich kann mich noch erinnern, wie alle gesagt haben, ja, das ist super Urlaub und ich höre es jetzt noch. Das ist mir wurscht, ich probiere das aus. Ich lasse einfach das Hawaii-Hemd. Ich nehme das Hawaii-Hemd und lass mit dem einfach mal ein Emoji erstellen mit verschiedenen Posen. Es ist mal wert. Vielleicht kann es ja was. Rest in peace. So. Die Ecken, was sagst du, meine Schießscharten? Das schaut ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Ich will es nämlich nicht ganz zumachen. Sollte nämlich da unten an der Ecke schwimmen, sehe ich nicht hin. Dann kann ich hier von der Ecke so vorbei, so.
Aber hier kann ich mal in Deckung gehen eine Weile. Bräuchte nur noch ein bisschen mehr Schutz, glaube ich, weil... Du musst das ja nicht verwenden. Die normalen Emotes, was ich vorhabe, jetzt dabei zu aktivieren, sind Wikinger-Emotes. Die sind echt cool, die schauen total süß aus, aber es ist nichts und total leibend auch. Es ist, nur sind die nicht personalisiert. Ich überlege noch, ob ich es mache. Am liebsten würde ich mir ja mein neues Logo soll ja was mit einem Kern und irgendwie so zu einem eine Kern, Wicked, irgend sowas. So Wicked Core halt, ne? Das Problem an der Sache ist halt nur, dass ich noch nicht das Richtige gefunden habe und ich weiß nicht, ob man aus sowas ein gescheites Emote machen kann dann. So, kann ich von da überall hinballern? Ja. Kann ich von da mal in Deckung gehen, dass ich nicht vor allem beballert werde? Nein. Fuck! Naja, wird sich mal rauskristallisieren müssen, wie wir das machen. Aber keine Sorge. Und Schmerzensgeld auch noch. Also, jetzt wird's heftig. Ja, ich werde mir das überlegen. Es wird vielleicht die Modes von mir direkt geben. Vielleicht mache ich es mit dem Kuhhemd. Wenn das Kuhhemd Kultstatus erhält und ihr das Leibwand findet, das Hemd, dann wird es vielleicht mit dem Kuhhemd gemacht. Was ja auch cool wäre. Nur, nach wie vor, das ist kein Kuhhemd, das sind Blitze. Das gibt's in Blau, das wollte ich mir in Blau kaufen heute. Extra für euch. Losrennen, das in Blau kaufen, dass ein bisschen Farbe reinkommt, sondern wo die Blitze blau sind. Habe ich aber, ich bin heute nicht dazu gekommen. Die Tage werde ich das machen. Mal wurscht, wenn du es kaufen keiner willst, dann lass ich es liegen, ist mir auch egal. Das ist mir wert. Dann habt ihr auch das Hawaii-Hemd nicht mehr vor Augen. Alleine damit das Hawaii-Hemd nicht kommt, hat schon cool Status. Ja, warum nicht? Haben wir halt einen Hawaii-Kultstatus. Das ganze Teil ist böse. Ja? Dann lassen wir das eine breit frei. Schauen wir mal kurz. Wir brauchen hier, das soll ja... Das Problem ist, ich komme auf meinen Dev-Turm eigentlich nur rauf, wenn ich... Wie weit kann man die noch anstellen? Ziemlich. Ja, in der Mitte, der ist frei. Man muss nicht alles zupflastern. Aber hier so, vor allem die Dinge. Ich werde es nachher wieder anziehen. Ich hole es mir danach runter, weil wir darüber diskutieren gerade. Nein, Eisen noch. So. Ja, macht ja nichts. Das ist schon mal... Alleine... Das Hemd hat alleine schon ja deswegen... Ist ja deswegen schon geil, weil in jedem zweiten bis jedem Stream darüber diskutiert wird. Ist ja alleine schon ein interessantes Teil. Was ich zwar nie geglaubt hätte, dass ich das gekauft habe. Eigentlich habe ich es für ein Festival gekauft. Bin ich aber dann mit einem Hawaii-Hemd gegangen. Ja, habe ich. Queen. Warum? Nein, warum dreht er das eh? So. Das reicht. Da haben wir mal Schützen, damit ich mal ein bisschen geschützt bin. Das sollte ja funktionieren. Mit Aussicht. Ich habe eigentlich zuerst gedacht, ich sehe bis da runter. Wenn ich hier stehe, kann ich runterschießen, aber dann schießen die rauf und knallen mich weg. Ich brauche was zum Defenden. Muss mich ducken ein bisschen. Da kann ich bis zu der Ecke ballern.
Da bist du die Ecke und so vor. Ja, das wird halt schwierig. Man muss halt zuerst die hinteren eliminieren, damit ich dann runterschauen kann, aber das ist okay. Das sind Schießscharten. Ich kann von da oben weiter schießen. Besser schießen. Ich möchte hier oben nämlich noch ein Haus bauen, wie die Beschreibung sagt. Eigentlich wollte ich ja eine Base Defense bauen mit der Stand-MG, ja. Also ich habe gestern 3 Stunden 45 gespielt. Hier. Und sind wir sich irgendwie vorbeikommen. Aber danke für. Ist schon mal total cool, dass du das denkst. Danke. Ja, der Gedanke zählt, ja. Das sage ich meiner Frau einmal. Wenn es meint, hast du zusammengeräumt, sage ich, na, aber ich habe dran gedacht. Aber das hilft dir nicht. Das liegt daran, das bringt mir das, dass ja, die Speer-in-Wasser-Taktik eine Notlösung wäre. Ich würde lieber gern schießen, würde, weil es ist ineffizienter, es kostet mich mehr Leben, ich sterbe ein paar Mal, ich verbrauche Munition. Also eigentlich spricht ja alles für Schießen, ne? Also werde ich das machen. Ne, ich gehe einfach mal davon aus, viele Sachen in dem Spiel sind noch nicht so, wie sie sein sollen und sie überarbeiten die Raids auch gerade. Erstmal gebe ich zu hundertprozentig eine Wette ab, dass die Typen, wenn die in Zukunft mal kommen, die Nahkämpfer rausklettern können und raufkommen. Das kann nicht sein. Ja, genau, Karolinchen. Ja, das gefällt mir gar nicht sein dazu. Und ungefähr so wie die kommen da ran, werden da rausklettern. Und ich denke mal, dass die irgendwann da vor mir stehen werden. Ich weiß aber nicht, ob sie gleich Leiter klettern können. Das ist wieder so eine Sache. Ich denke einfach, dass das irgendwann, wenn sie jetzt an der Wasseroberfläche schwimmen und abtauchen, schießen sie ein, zweimal nach. Der Entwickler wird das sehen. Sie arbeiten gerade an einer völligen Überarbeitung von dem Raid-System, wie man angegriffen wird. Das heißt so viel wie, meiner Meinung nach, das wird nicht so bleiben, dass die da her schwimmen, dann da treiben und auf mich schießen. Und da denke ich mal, wird das mit dem Unterwasser-Pieksen wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Das wäre dann der 9+Ultra-Killer-Tipp, weil dann brauche ich ja keine Waffen. Da reicht mir ein Speer und ich gewinne immer. Was ist denn da hinten? Na egal. Na, da ist jetzt hier noch nichts gekommen, mehr Queen, seitdem wir letztes Mal geredet haben. So, dann möchte ich mal hier herinnen, da oben ein Haus hier reinbauen. Ich würde gerne die Leiter woanders bauen, um darauf zu kommen. Das geht mir am Sack da hier vorne. Weil das Problem ist, ich muss raus aus dem Haus, um darauf zu klettern. Wenn da die Typen sind, schaffe ich es nie lebend darauf, ja. Ich bräuchte ein Loch mit einer Falltüre. Karolinchen, der letzte Satz ist mal zu hoch. Check ihn nicht. Wo könnte ich hier noch eine Leiter platzieren, dass ich im Notfall rauf kann? Essen hätte ich auch sollen. Was haben wir da? Ja, sie ist sehr lieb. Ja, das funktioniert bei mir aber nicht, Karolinchen. Da rennt sie an der Wand. Da kann sie, da ist noch jede an der Wand gerannt und da wird auch jede an der Wand rennen. Weil da irgendwann ist Schluss mit lustig. Ich mache ja eh viel, wenn man mich lieb fragt. Da warum kommandieren spielt's nicht? So oder so nicht.
Da kann's Kopf stehen, rotieren und mit ihrer lieblichen Todesfeenstimme rumschreien, so viel sie will. Das ist mir scheißegal. Dann geht bei der Tür raus, fahr ins Wirtshaus und komm um 10 besoffen haben. Geschichte erledigt. Also mir fällt jetzt nichts gerade ein, was sie machen könnte, was an diesen vollendeten Tatsachen dann was ändern wird. Oh ja, eine Sache schon, aber das will sie ja nicht. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich da oben was hinbaue. Ja, Stefan, das sag ich auch, wenn man mich lieb fragt, kann man auch alles haben. Wenn man meint, irgendwie rumkeifen zu müssen, schalte ich sofort auf stur und das spürt er dann nichts mehr. Da braucht man an dem Tag dann gar nicht mehr anreden. Nächsten Tag, nächste Chance. So, wie machen wir das jetzt? Bauen wir oben auch die Hütte zu, dass wir innen... Ja, oben machen wir auch weniger Fenster rein. Dann machen wir das so. Machen wir das so, dass wir hier eine Türe machen, ein paar Fenster, nicht zu viel. Ich möchte die Bilder und alles aufhängen. Ich will hier oben hier mal schöner wohnen machen. Ist zwar jetzt nicht wirklich notwendig in dem Spiel, aber gut, wo ist denn schon wirklich notwendig? Eh nirgends. Machen wir hierher. Bauen hat sich übrigens gemausert. Ich habe mir lange Zeit gedacht, das wird urscheiße. Geht aber mittlerweile eigentlich. Man gewöhnt sich an alles. Ja, das stimmt. Man gewöhnt sich wirklich an alles, sonst wäre die Scheidungsrate noch höher. So. Das wäre dann hier. Und hier. Richtig, Stefan. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich werde da auf das Dach des Landes pflanzen. Ich habe auch überlegt, ob ich da überhaupt jetzt ein... Es regnet ja eh nicht in dem Spiel. Ob ich überhaupt das zumache. Weil so unter Tags, unter Freilufter, das ist schon irgendwie cool da. Ich glaube, ich werde das so machen. Pass auf mal. Jetzt, wenn man das... Das mit den Pflanztöpfen ist nämlich eine coole Idee. Pass auf. Ich will ja nur ans Fenster haben, um irgendwo... Ups, scheiße, rausschauen zu können. Mist, wieso habe ich jetzt den Hammer weg? Ist erwischt. Ja. Nochmal die Türe ran. Ich finde die Aussicht von da noch besser. Man hat ja letztens die Typen schon von weit, weit weg und das ist nicht das, wo Schreck herkommt, sondern von wirklich weit, weit weg gesehen, dass die da antanzt kommen. Und da könnte man ja schon ein bisschen drauf reagieren dann. Indem man zum Beispiel schreiend wegrennt. Hilft eben, habe ich gehört. Da geht es am Sack, dass man die Leitern nur mittig auf die Dinger da platzieren kann. Das nervt mich schon. Das hätte ich gern nämlich ein bisschen anders gehabt. So, jetzt brauchen wir wieder. Was mich noch nervt. Ja, das Wettersystem wäre cool, aber das, ich denke auch, das Spiel ist gemacht dafür eigentlich, sind wir sich ehrlich. Ich denke aber, dass das noch ein bisschen dauern wird, nicht Priorität 1 sein wird. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das kommt, aber nicht gleich. Und dann muss man wahrscheinlich auch ein Dach bauen, oder? So wie bei Valheim, du brauchst ein Dach, damit die Crafting Stations funktionieren, ne? Es ist ja auch die Frage, gibt es hier überhaupt eine Maximalhöhe oder kann ich da jetzt eigentlich hinbauen, wo ich will? Ich meine nicht, dass mich jetzt stören würde, aber... So, genau. Und jetzt... Zwecks Symmetrie.
die Frage, ob wir das Dach vielleicht wirklich hinmachen. Weil hier hätte ich mal einfach diese Pflanztöpfe gebaut, aber die muss ich jetzt schauen. Wo waren denn die? Ah, hier. Oh. Jetzt sind wir aber schon gut defended, muss ich ehrlich sagen. Naja, ja, das habe ich ja gemeint vor. Ich hätte noch nicht gesehen, dass seine. Ach Gott. Ich hätte noch nicht gesehen, dass es irgendwo ein Ding gäbe. Ein Begrenz. Zum Beispiel so ein. Wie heißt denn das, wenn da. Ein Physiksystem. Das wirklich irgendwo mal sagst, das ist zu hoch, das bricht zusammen. Das hätte ich noch nicht gesehen bis jetzt. Yo, Queen. Muss da auch her? Kann ich da dazwischen dann rein? Muss eh nicht rein dazwischen. Gut, eigentlich muss ich da wirklich nicht rein. Die erste Reihe kann ich zupflastern. Ich warte schon, dass die Typen die ganze Zeit kommen. Das ist so. Also, was am Streamen schon sehr vorteilhaft ist, ist, dass die. Da kann wesentlich länger an was bauen. Der YouTube-Part wäre eigentlich schon bald wieder zu Ende, aber ich habe nur ein bisschen Base-Building jetzt drauf. Aber wir werden. Das ist egal, das gehört ja dazu. Wir werden jetzt trotzdem kurz mal den YouTube-Part pausieren. Also, YouTuber, wir sind gleich wieder hier. Ich hole nämlich jetzt ein bisschen Holz, Matz zusammen und dann seht ihr noch, was ich da zusammenbastelt habe. Damit seht ihr, wie die Base entsteht. Bis gleich, YouTuber. So, YouTuber, Pause aus. Wir werden angegriffen. Ah, die kommt von der Seite durch. Manche gehen gut Headshot, manche nicht. Da war daneben, so ich. Aber ich verliere auch wirklich nicht wirklich viel Life. Man blutet zwar viel, aber durch den. Durch die starke Rüstung mittlerweile. Da war ja gerade noch einer. Ich glaube, das Spiel wird sowieso mal ein absoluter Multiplayer-Hit. Ich weiß nicht wieso, aber es spielt sich gut, es hat eine coole Steuerung, es hat ein gutes Gunplay, es ist ein Ozean weiter, aber nicht zu weit, man kommt dann doch irgendwo hin und dann noch mit die Friends, das hat schon eine gewisse Coolheit. Leute, die Base steht.
Defense hält. Ja! Ja! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, du nicht. Fick dich, fick dich, fick dich. Passt. Du auch nicht. Also, Entschuldigung. Ich nehm's zurück. Ich schön sprecht. Das war in der Euphorie. Tut mir leid. Man hat sich so gefreut, dass ich endlich eine Base Defense habe. Die funkt. Die wirklich funkt. Die haben da 2000 Life weggeballert. Also das war... Ich habe nicht mal halbe Life. Das war bis jetzt die beste Idee, was ich gehabt habe bei der Defense hier. Da muss ich sagen, das hat wirklich funktioniert. Das hätte man jetzt sagen können, das hätte unten auch schon lange hingehen können. Danke, Prinz, ja, Feuerprobe bestanden. Ich habe mir schon gedacht, das ist alles aus. Aber das war cool jetzt. Das war echt cool, dass das jetzt, dass das noch steht alles. Und wirklich so hinterm Haus verstecken, da durchschießen, da verstecken, ducken, rauf, Ding, bam, boom, bang. Es hat genau so, wie es dann im Bilderbuch aufgeschrieben wird, ist es dann im Endeffekt jetzt auch abgerennt. Da gehen zwar auch die Wände manchmal kaputt, aber ja, weh. Kann ja nicht anders haben. Aber Queen, das war deswegen, warum ich das jeden Mal erwähnen habe müssen, vorher gerade in meiner Aufzählung. Ich habe Manieren. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll alle grüßen. Und dann muss ich, wenn ich jemandem was auszurichten habe von der Gruppe, die mich angegriffen hat, auch jedem dann erklären, was und genau mitteilen. Schaut gut aus. Wenn wir hier jetzt mal noch eine Tür reinmachen. Aber ein bisschen Panik habe ich schon gehabt, ob sich das ausgeht alles. So. Jetzt muss ich mal alles abladen. Irgendwann muss ich sowieso mal alles geschwind rundum reparieren gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich... Wo ist denn das jetzt? Achso. Das kommt ja von den Typen. Das ist jetzt mal eine Diskussion auf meinem Niveau, das passt. Servus, ihr Leichen, ihr seid erledigt, ja. Genau. Ich gehe das mal einsammeln, bevor sie es despawnen. Ab und zu haben sie doch was Nützliches. Thank you.
So, das gehört da dazu. So, jetzt werden wir uns mal noch die letzte Deko-Zeug holen da drüben. Das alles hier ablegen wo. Wie viel von die Dinger hat man eigentlich? Viel so ein Ferngucker. So, das heißt, wir haben hier jetzt das ist richtig. Werkbank fällt das irgendwie nicht so auf alles. Ja, aber ich nehme es mit drauf. So Leute, jetzt richten wir noch ein bisschen was ein. Und dann gehen wir es an und raiden etwas. Jetzt holen uns diese fehlenden Teile. Jetzt haben wir mal die Base, die sicher gemacht. Prince hat das Pump perfekt auf den Kopf getroffen und geschrieben, Feuerprobe bestanden. Eieiei. Oh, ich glaube, das ist ein Tisch. Das ist aber klein. Schmuckkästchen, verdammte Scheiße. Ach Gott. Mann, da Möbel. Irgendwo Möbel? Ein Aquarium. Hier. Ah, hier. Schreibtisch. Schrank, Sessel. Rustikal oder was macht man? Oh, zu teuer. Boah, da gibt es aber viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Hier. Machen wir mal eine Kinderbemalwand hier, so eine Wand her. Aber lieb, das ist mit meiner kleinen. Das ist ja urcool, das Zeug. Habe ich von denen. Kunstgalerie wird das. Also da haben sie sich aber wirklich was einfallen lassen. Die Bilder sind schon hübsch. Muss ich sagen. Respekt, Entwickler. Puh, mein größtes Problem. Ich würde gerne jetzt in der Sauna daher. Schaut das wirklich für eine Kunstgalerie. Hä? Warte mal, wenn ich das wieder abnehme, krieg ich's nicht mehr. Hey, das ist weg dann. Das muss ich mit dem anderen aufheben.
Mein Problem ist, mir fehlt Holz. Hier ist noch was. Aber wie gesagt, die Base Defense steht und das finde ich schon mal sehr gut. Sehr was, die Quietschentchen brauchen wir schon, oder? Warte mal, das brauchen wir. Okay. Gut, okay. Ich werde hier mal den YouTube-Part beenden. Also danke fürs Zuschauen, YouTuber. Dranbleiben, Twitcher, nicht weggehen. Stream läuft noch weiter. Wir werden jetzt noch im Stream noch weiter ein bisschen das ganze Zeug da hin platzieren. Und dann das was doppelt und dreifach am Verkaufen, weil mir wird es einfach viel zu viel, aber der YouTube-Part ist zeitmäßig am Ende. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke, YouTuber, fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.